Stadion Essen, Rot-Weiß gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach. Beide brauchen dringend 3 Punkte, die einen im Kampf gegen den Abstieg, die anderen wollen ja aufsteigen. Das klingt vielversprechend und wir nehmen es vorweg, die Erwartungen wurden erfüllt. Essen, erster Angriff, Flanke, Fritz, Kopfball, Zeiger. RWE macht das prima. Die Mannschaft beginnt mit viel Power, mit gutem Pressing. Hier am Ball Bayer, nochmal Bayer nach dem Pass von Ivan und da ist er schon drin. Minute 20. Benjamin Bayer fasst sich ein Herz, trifft den Ball optimal, ganz entschlossen macht er das. Keine Chance für den Gladbacher Torwart Moritz Nikolas. Nächste Möglichkeit, wieder ein Kopfball von Philipp Zeiger. Eine halbe Stunde nun fast rum, die Essener dominieren. Hier ein Foul von Kraus an Bayer. Der Gladbacher wird zu Recht verwarnt. Die Borussen bisher kaum in der Partie. Das ändert sich nun aber. Fehler Weber, es profitiert Marvin Schulz. Der jetzt zu Rütten. Schulz und Rütten, 2 von 4 Gladbachern, die regelmäßig mit dem Profikader trainieren. Gegenüber Essen mit Stuttrucker. Sein Mitwirken tut der Mannschaft gut. Auch der mit einem beherzten Schussversuch. Es geht nun hin und her und die Borussen kommen zu ihrer ersten Chance. Das ist Pisano, Giuseppe Pisano, dann Egbo und Marlon Ritter raus zu Lenz. Und in der Mitte, da verpassen knapp Thomas Kraus und Pisano. Dann Freistoß, Marlon Ritter und der sitzt. Torschütze Thomas Kraus, 37. Minute der Ausgleich. Ritter diesmal also als Vorbereiter und Kraus eher am Ball als Richard Weber. 1:1, so steht's auch zur Pause vor 6.700 Zuschauern. Dann zweite Hälfte, Ecke Ivan und Essen wieder vorn. 48. Minute, diesmal trifft Moritz Fritz, die Gladbacher vielleicht noch etwas schläfrig. Auf jeden Fall nimmt die Begegnung nun richtig Fahrt auf. Eine knappe Stunde nun rum, ein Foul unmittelbar vor dem Essener Trainer Jan Sievert. Es entsteht eine kleine Debatte, eine Diskussionsrunde, beteiligt Ritter, der Schiedsrichter, mehrere Gladbacher, dann aber wieder Fußball, die Gladbacher mit Denge und Ritter, nochmal Ritter, Marlon Ritter, das macht er klasse und da hat er Glück, bekommt den Ball wieder vor die Füße und nutzt die Gelegenheit 2:2. Die Gladbacher Tore aus Essener Sicht fallen sie wohl etwas zu leicht. Aber was heißt das schon fürs Publikum? Eine unterhaltsame, spannende, offene Partie. Es geht hin und her. Die Borussen jetzt mit Lenz, dann wieder Ritter, dann Denge und 3:2. Was ist das denn? Giuseppe Pisano, der Torschütze, in Kooperation allerdings mit Richard Weber, da sehen wir es, 65. Minute. Die Partie ist von den Gladbachern gedreht. Für kurze Zeit Grabesstille im Stadion, doch die Essener Moral ist intakt. Nächster Versuch von Rabihic, klasse gehalten, aber von Nikolas. Dann Flanke, Zeiger und die Rot-Weißen. Wieder mit Bayer schießt er nochmal. Nein, Vorbereitung Richtung Löning. Der hat etwas Glück, dass er an den Ball kommt. Und diese Möglichkeit nutzt er eiskalt. 3:3. Klasse Spiel nochmal. Da kommt Löning an den Ball. Stang am Boden. Der Ausgleich. Eine heiße, eine hektische Schlussphase. Und beide spielen weiter nach vorn. Die Gladbacher wieder mit Ritter, knapp verfehlt und die Essener mit Löning Richtung Platzek, Marcel Platzek. Es bleibt beim 3:3, ein klasse Spiel und es hätte auch umgekehrt ausgehen können.
Beide Mannschaften haben alles gegeben, das muss ich schon sagen. Wir wollten beide Mannschaften wollten gewinnen und am Ende, glaube ich, sollten beide damit zufrieden sein. Der Kampf, den haben wir uns auf die Fahne geschrieben, es ist Abstiegskampf. Deswegen haben wir gekämpft um jeden einzelnen Punkt dann heute auch. Und ich denke, wir sind belohnt worden, wenn du zweimal zurückkommst in so einer Situation. Deswegen habe ich von meiner Mannschaft wenig zu bemängeln. Das Einzige, was wir zu bemängeln haben, ist natürlich, dass wir schauen müssen, wie die Gegentore zustande gekommen sind. Dann, damit setzt man sich auseinander und dann geht es ab Dienstag schon wieder gegen Kreis zu starten.